halben Jahr. Regeln, Diktate, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raff, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause. Leute, keine Panik, check die Lage wie der Captain der Titanic. Also mach dir keine Sorgen, denn wir sind jetzt verloren. Nino war davon überzeugt, ein Internetspiel überlisten zu können. Die Warnungen von Magda überhörte er. Keine 5. Nino, lass die Finger davon. Du kannst ja nur verlieren. Magda und Mary wurden von Frau Bräuning erwischt, als sie zu spät ins Internat zurückkamen. Na, Whistler fand. Sie sind noch nicht bei uns, sie denn sagen hat. Ja, bitte. Ich bin ganz Ohr. Coco traf es noch härter. Beim unerlaubten Clubbesuch begegnete sie Berger. Guten Abend. Ich wollte mich bedanken. So, ja. Auf mein nächstes. Justus und Bruno haben Gefühle für Ronja, auch wenn sie das erst einmal für sich behalten. Was wird denn das? Ein Überraschungspaket für Sophie, damit sie Einstein nicht ganz vergisst. Einstein? Wohl eher dich. Ein Schlauchboot? Du spinnst. Warum? Ist doch nur ein ganz kleines. Weißt du, was für ein Mörder-Porto das kostet? Oh, ist doch nicht dein Taschengeld. So. Wann hast du es eigentlich das erste Mal gemerkt? Was? Dass du in Sophie? Naja, dass sie mehr als nur eine Freundin für dich ist. Ist sie doch. Oder etwa nicht? Kann man so sagen. So, als ob sich der Magen umdreht. Aber ohne, dass einem schlecht wird. Man will nur mit ihr alleine sein. Wer ist es? Mary? Coco? Oder die Frau Bräuning? Ach, lass das. Ronja? Was ist denn los? Das ist doch echt gerade genug Probleme mit Lisa. Es ist wegen Ronja. Habt ihr euch gestritten? Ganz im Gegenteil. Das ist es ja. Aha. Liebes Dr. Love Team, ich habe mich in meine beste Freundin verknallt. Klappe. Geh doch mit ins Kino, da ist dunkel. Und wenn ihr ganz hinten sitzt, könnt ihr am besten. Da geht doch was, oder? Jetzt gib endlich zu, dass du auf Bruno stehst. Nicht Bruno. Justus. Justus? Hi Leute, wie ihr wisst, ist ja morgen Halloween. Und deshalb steckt hier eine große Party. Das ist ja mal ganz was Neues. Und eine riesen Überraschung gibt's auch. Ich sag noch nicht so viel, nur wir kriegen Besuch auf Einstein. Jiha. So eine Party ist doch perfekt für dich, Justus. Wenn ihr zusammen tanzt und euch immer näher kommt. Willst du mir einen Kaffee? Gerne doch. Ich muss mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Sie sich bei mir. Ja, schließlich habe ich Sie ja die ganze Zeit über völlig falsch eingeschätzt. Also ich verstehe gerade nicht. Was mit dem Physikstudium? Das hätten Sie mir doch früher sagen können. Hm? Die hier? Arbeiten Sie bis morgen durch. Alle? Sicher. Ja, schließlich brauchen Sie ja das nötige Hintergrundwissen für die Experimente. Experimente? Ja. Ab sofort helfen Sie mir beim Aufbau aller Versuche für die 7. bis 9. Klassen. Sie sind jetzt meine persönliche Physikassistentin. Und wenn alles gut läuft, dann werde ich vielleicht über Ihren unerlaubten Clubbesuch hinwegsehen. Toll, toll, toll.
tut uns echt leid, Frau Bräuning. Das wird auch nicht nochmal vorkommen, versprochen. Ehrenwort, wir haben einfach nicht auf die Uhr gesehen. Das kann nochmal passieren. Schon. Aber hier gibt's eben auch Regeln. Bitte sagen Sie nichts unseren Eltern. Ich hab nicht vor, das an die große Glocke zu hängen. Aber so ganz ohne Strafe geht's eben auch nicht. Wie wär's mit Selbstjustiz? Bitte? Die Mädels können sich ihre Strafe doch selbst aussuchen. Also ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ehrlich. Ich bin mir sicher, dass die beiden was Passendes finden. Und ihr seid euch eurer Schuld doch bewusst, oder? Na gut. Dann schreibt ihr mir bis morgen eine Liste mit Vorschlägen. Und ich entscheide dann, welche Aufgabe jede von euch erledigt. Alles klar. Puh, ist ja echt gut gelaufen. Hab ich doch gesagt. Alles halb so schlimm. Selbstjustiz? Vertrauen Sie mir, Lieschen, wenn... Vertrauen Sie mir, Frau Bräuning. Das ist viel besser, als wenn wir Ihnen eine Standardstrafe aufbrummen. Und anhand der Vorschläge sehen Sie, ob es Ihnen wirklich leid tut. Na gut. Es sind ganz andere Dinge, die ich an dir liebe. Dein Lächeln am Morgen. Boah, was für ein Kitsch. Du bist aber ein echt. Die Romantic-Comedy des Jahres, wenn aus Freundschaft Liebe wird. Was hast du da wieder für einen Mist ausgesucht? Das stand im Internet ganz anders. Der sollte eigentlich total lustig und schräg sein. So ein Quatsch. Aber echt. Das ist doch total unrealistisch. Was denn jetzt los? Durchgebrannt. Du musst den Stromkreis erst abschalten, bevor du ein neues Steckelement reinsetzt. Super. Bis morgen schaffe ich das nie. Hör auf zu jammern. Wir haben auch Strafen bekommen. Aber ihr dürftet euch wenigstens aussuchen, was ihr machen wollt. Und müsst nicht für Berger Physik Assi spielen. Zeig mal. Das ist nicht dein Ernst. Klar, wieso? Halloween-Schminkkurs. Mhm. Übersetzung englischer Songtexte. Fitness for Girls. Mhm. Klingt dir nicht besonders anstrengend. Na und? Man muss sich bei so einer Strafaktion ja auch nicht total kaputt machen. Was hast denn du aufgeschrieben? Internatsflur wischen? Herrn Pasulke helfen? Komposthaufen im Tiergehege umschichten? Bist du verrückt? Wieso? Wenn du sowas ausschreist, musst du es nachher auch noch machen. Tausendmal besser als ein Eintrag. Wenn du meinst. Also ich habe keinen Bock auf Sklavenarbeit. Ich auch nicht. Endlich. Das war doch mal was anderes. Bis auf den peinlichen Film. Und das nächste Mal vielleicht doch lieber was Animiertes in 3D. Ohne sentimentales Gelaber. Ja. Oh, verdammt, ich muss los. Schon so spät. Ich habe noch jede Menge Hausaufgaben. Und ich brauche noch was aus der Bibliothek. Ja, ich werde den Müll entsorgen. Tschüss. Ciao. Zuerst fragt mich Justus, ob ich Lust auf Kino habe. Und dann kommt plötzlich Bruno mit derselben Idee. Da kann ich ihn noch nicht einfach stehen lassen. Ich habe wohl doch keine Chancen bei ihr. Und warum wollte sie mich überhaupt dann bei dem Bioprojekt dabei haben? Der Film war auch voll für den Arsch. Und dabei dachte ich, so eine Romantik-Comedy wäre genau das Richtige. Und dann dauernd dieses romantische Gesülze. Und die ganze Knutscherei. Wie jetzt? Lief da doch was bei euch? Nee, im Film. Das war einfach nur noch peinlich. Am besten, ich lasse das Ganze bleiben. Sicher? Hat doch sowieso keinen Sinn. Hey, Kopf hoch. Du solltest dranbleiben. Wahrscheinlich hat Ronja nur noch nicht gecheckt, dass du was von ihr willst. Schließlich bist du in ihn verliebt. Da kannst du doch nicht einfach auf nur Freunde machen. Es geht nicht anders, okay? Unsere Freundschaft ist wichtiger als alles andere. Irgendwie kann ich das ja verstehen. Wie war das denn bei dir und Berti?
es zwischen uns aus war, konnten wir nicht einfach wieder Freunde sein. Da war zu viel passiert. Ich will nicht, dass es bei uns auch so ist. Wir sollten uns was Cooles für die Halloween-Party ausdenken. Hey, wie wär's mit Eis essen nach der Schule? Wollte eigentlich nur fragen, ob wir heute was zusammen machen. Auf jeden Fall, bin dabei. Shit, wieso hat er denn jetzt schon wieder eine 8? Hey, bist du schon aufgeregt? Was, wieso? Na, wegen heute Nachmittag. Du weißt schon. Cafeteria? Der letzte Tag vor der Schulsprecherwahl? Die Rede, ja, die ist fast fertig. Wir haben jetzt Geschichte schon vergessen. Oh Mann, du nervst. Oh, sorry, es ist nur der ganze Stress mit der neuen Ausgabe und die Schulsprecherwahl. Schon okay. Du versuchst nicht etwa wieder dieses unbesiegbare Programm zu knacken? Hallo? Natürlich nicht. Bis gleich. Oh shit, schon wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Schön. Da habt ihr euch ja wirklich Mühe gegeben mit euren Vorschlägen. Besonders du, Mary, dass du dich dazu bereit erklärt hast, den Komposthaufen umzuschichten. Alle Achtung. Da müssen Sie und was... Das, obwohl alle am Anfang gedacht haben, dass du dir zu fein für solche Aufgaben wärst. Den kannst du es jetzt so richtig zeigen. Ha? Und du? Du machst den Fitnesskurs. Super. Geht doch was mit Fußball? Na gut. Okay. Also, dann hätten wir es ja. Ja. Viel Erfolg. Die muss wohl die Listen verwechselt haben. Ja, schon okay. Mir fällt schon was ein. Aber es ist doch jetzt schon fast 2 Wochen her. Ja, es dauert eben eine Weile, bis Lisas Körper die neuen Knochenmarkzellen annimmt. Und wann weiß man das genau? Ja, frühestens in ein paar Tagen. Aber das kann auch noch 1 bis 2 Wochen dauern. Hast du dich eigentlich schon bei ihm bedankt? Schließlich ist er ja... ein Superheld und Lebensretter und überhaupt der beste Mensch auf der ganzen Welt. Jetzt komm mal wieder runter. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Die Spende ist doch selbstverständlich, da muss man nicht so ein Theater machen. Bevor ich den nächsten Song spiele, möchte ich euch nochmals an die Schulsprecherwahl erinnern. Unsere Kandidaten sind Isabel, Melanie, Philipp und Nino. Wenn ihr noch nicht wisst, für wen ihr stimmen sollt, dann kommt doch einfach heute Nachmittag in die Cafeteria. Dort wird nochmal jeder eine Abschlussrede halten. Also ich weiß schon, für wen ich nicht stimmen werde. Ey, ein Job ist doch so gut wie sicher. Schön wär's. Naja, die Mädels sind doch kein Problem. Das ist der da. Kann ich dich mal kurz sprechen? Allein? Klar, worum geht's? Ich hab da ein Problem und bräuchte ein bisschen Kohle. Wie viel denn? Naja, so... die 400 Euro ist echt wichtig. 400 Euro? Ja, dein Vater ist da ja ziemlich großzügig und da dachte ich, dass er... Sorry, aber mein Alter ist da nicht mehr so locker. Wahrscheinlich, weil er jetzt auch noch Schulgeld für Tomasch abdrückt. Verstehe. Kann man nichts machen. Hey. Hey. Hallo, Mary. Hey. Was machst du mit den Karten? Verschenken. Ich kann leider nicht hingehen. Hab zu viele Hausaufgaben. Und diese blöde Strafarbeit, die mir die Bräuning aufgebrummt hat. Was denn für eine Arbeit? Komposthaufen umschichten im Tiergehege. Das schaffe ich nie bis morgen. Und wenn ich dir helfe, dann können wir zusammen ins Kino gehen. Na echt? Na klar. Okay, dann bis morgen. Bis morgen. Hey, Simon. Hey, Mary. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mein Online-Konto so schnell wie möglich ausgleichen werde. Was? Nein, Sie müssen keine gerichtlichen Schritte einleiten. Hey, Nino. Ich habe gehört,
gehört, du hast einen finanziellen Engpass. Naja, nicht so direkt. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Ich weiß nicht. Sorry, ich hab echt einen Haufen Arbeit. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Was? Naja, dass du mit der ganzen Redaktionsarbeit total viel zu tun hast. Muss echt stressig sein. Naja, geht schon. Ich glaube, es wäre besser für dich, wenn du nicht auch noch als Schulsprecher kandidierst. Sonst übernimmst du dich noch. Das heißt, du gibst mir das Geld nur, wenn ich nicht antrete? Ich sehe, wir verstehen uns. Nachher in der Cafeteria wäre doch die perfekte Gelegenheit, es allen zu sagen. Bis dann. Auch ich habe mich sehr mit der Frage beschäftigt, wie unser Schulsprecher sein könnte. Zügel geht gar nichts. Die Zügel, Cowboy. Gibt's hier nicht. Na, gibt's hier. Auf geht's, auf Erkundungstour. Mensch, bist du süß. Und, was machen wir jetzt? Na, eine Runde. Die Mero ist ja schon nicht schlecht. Wie jetzt? Mit dir hat sie auch geflirtet? Volle Kanne. Wir wollten am Dienstag sogar ins Kino. Aber das hätte sie ja niemals hinbekommen. Wegen ihres Vortrages. Und dann noch die Strafarbeit hier. Na dann, viel Spaß dabei. Also habe ich gesagt, ich helfe ihr. Mit mir wollte sie am Mittwoch was trinken gehen. Und mit mir am Donnerstag im Club. Hey, die hat uns voll verarscht. Wir sind auch noch darauf reingefallen. Hi, Leute. Ihr habt ja noch gar nicht angefangen. Was du nicht sagst. Wo ist das Problem? Das Problem bist du. Ziehst mit uns allen die gleiche Nummer. Nur damit du dir die Finger nicht schmutzig machen musst. Echt billig. Jetzt bleibt doch mal ganz cool. Ich wollte euch nur helfen. Wie jetzt? Na ja, zu viert seid ihr doch viel schneller fertig. Mach deinen Mist alleine. Ey. Aber shit. Zunächst danke, dass so viele gekommen sind. Nicht selbstverständlich bei einer freiwilligen Veranstaltung. Wie muss der ideale Schulsprecher sein? Wie jemand, der euch das Einstein-Paradies verspricht, nur um gewählt zu werden? Wie jemand, der darauf hofft, seine Posten zu behalten, obwohl er nichts für seine Schule getan hat, der Konflikte meidet und zu allem immer nur Ja sagt. Wenn ihr das denkt, bin ich sicher nicht der Richtige für diesen Job. Das klingt professionell. Ja. Wenn ihr aber der Meinung seid, nur jemand, der alles für dieses Amt gibt, soll Schulsprecher werden, dann stelle ich mich mit gutem Gewissen eurer Wahl. Ich verspreche, fest an eurer Seite zu stehen und gemeinsam mit euch die anstehenden Probleme anzugehen. Egal, worum es geht, ich bin für euch da und werde versuchen, euch zu helfen. Sicher hat jeder von euch auch spezielle Wünsche, was die Verbesserung der Schule angeht. Ich gehe als Kürbis.
einfache Idee, aber das Kostüm ist super. Klingt doch gut. Zusammenarbeiten, zu denen auch mein Vater gehört. Und dieser hat mir zugesichert, dass wir schon bald für mehr Exkursionsfahrten Geld locker machen werden. Der macht echt alles, um gewählt zu werden. Mein Konzept heißt, handeln statt reden, zupacken statt zugucken. Vielen Dank. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie unser Schulsprecher sein könnte. All diese habe ich mir hier aufgeschrieben. Doch dann ist mir klar geworden, dass ich die gar nicht alle brauche. Denn es geht hier nämlich nicht um mich, sondern um euch und eure Probleme. Und für deren Lösung werde ich kämpfen. Auch ohne besondere Connections. Und? Was meinst du, wer gewinnt die Wahl? Auf jeden Fall, ich kann euch wahrscheinlich keine neuen PCs organisieren oder tolle Exkursionsfahrten sponsoren. Aber ich verspreche euch, dass ich für jeden ein offenes Ohr habe und immer mein Bestes tue, um euch zu unterstützen. Einer für alle! Alle für Einstein! Dieser Typ ist so ein Schleim. Also ich fand deine Rede um Längen besser. Zu Halloween hörte man im Internat schleppende Schritte die Flure entlang schleifen. Es war der Horrorhausmeister Schabulke. Schabulke. Er war auf der Suche nach Frischfleisch für seinen Kannibalenspieß. Die Schreie seiner Opfer hallten durchs ganze Haus. Damit Schabulke seine Opfer besser erwischte, hatte er einen riesigen Blitzhaken, mit dem er die Schüler einem nach dem anderen angelte. Wirf mal ein paar Chips rüber. Wie wär's mit einer Spinne? Was ist denn das? Blitzerhaken. Ach, Sie sind's. Was dachtet ihr denn? Eis von einem Halloween-Monster. Fängt eure Party nicht bald an? Stimmt, wir müssen noch unsere Kostüme zusammenstellen. Ja. Ja, wer räumt das alles auf? Machen wir morgen, Herr Schabulke. Schabulke. Was Sulke uns angeguckt hat. Wir dachten bestimmt, wir haben sie nicht mehr alle. Stimmt ja. Okay, also wir müssten dann in einer halben Stunde mit Basteln und Umziehen fertig sein, ja? Denke schon. Der ganze Dekokram ist noch in deiner Tüte. Ja, steht in meinem Zimmer. Okay, also treffen wir uns dann nachher gleich unten in der Pulverhalle, ja? Ja? Alles klar. Gut, bis dann. War echt schön heute. Total. Und die Party rocken wir dann auch noch. Tschüss. Tschüss. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.